Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde und Mitstreiter. Ich möchte euch jetzt auf diesem Wege ganz kurz grüßen und mein Lob und mein Dank aussprechen dafür, dass ihr gestern auch auf diesem Platz, der in Leipzig relativ ungelegen ist, euer Gesicht gezeigt habt gegen diesen Wahnsinn, der hier politisch passiert und sich momentan auch extrem zuspitzt. Ich habe leider gestern kurzfristig absagen müssen. Mein Dank gilt jetzt dem Kevin, der hier einfach mal Mut gezeigt hat und eingesprungen ist für mich. Vielen lieben Dank dafür. Das war jetzt das erste Mal seit 1,5 Jahren, dass ich montags keine Zeit habe. Aber ihr habt schon gemerkt, auch wir haben jetzt vom gesamten Orga-Team eine größere Pause angekündigt. Das ist einfach einem gewissen Stressfaktor geschuldet, von dem wir uns etwas erholen müssen und hoffentlich schaffen wir das jetzt in diesen 4 Wochen, weil auch wenn wir jetzt keine Demo machen, ist noch viel Arbeit liegen geblieben, die wir jetzt vom Verein und von Legida nachholen müssen. Ich denke da zum Beispiel an die komplette Jahresabrechnung vom Verein. Ich denke an die ganzen GEZ-Sachen, die wir auswerten müssen und nach Postleitzahlen sortieren und so weiter und so fort. Und ich denke auch nicht zuletzt an die ganzen Bürger und Bürgerbewegungen, die uns Anfragen geschickt haben, die wir momentan noch nicht geschafft haben abzuarbeiten. Es gibt viele Leute, die unsere Hilfe zugesagt bekommen haben und jetzt händeringend auf Unterstützung, auf Hilfe, Rat und Tat von uns warten. Und vielleicht schaffen wir es, wie gesagt, in dieser Zeit auch mal die eine oder andere Stunde, und das sei uns, denke ich, gegönnt, im Kreise unserer Familien und unserer Liebsten zu verbringen, um einfach dann für nächstes Jahr etwas ausgeruht und mit etwas freierem Kopf, als wir den jetzt haben, erfolgreich ins neue Jahr zu starten. Und deswegen möchte ich euch jetzt für die nächsten 2 Termine noch kurz einladen. Wir sehen uns hoffentlich alle in 2 Wochen in Dresden zum Weihnachtssingen und dann ab nächstem Jahr wieder zum Start von Legida in Leipzig und das auch wieder auf dem Richard-Wagner-Platz, auf unserem etwas gewohnten und geliebten Richard-Wagner-Platz. Wir starten am 4. Januar wieder mit der ersten Demo und ich möchte euch bitten, dass ihr vielleicht ab dem 4. Januar vielleicht auch schon etwas eher mit Ideen, Rat und Tat zur Seite steht, weil am 11. Januar haben wir unser einjähriges Bestehen von Legida zu feiern und unser Ziel ist es dort natürlich so viel wie möglich Leute auf die Straße zu bringen. Das Dresdner Orga-Team hat uns zugesagt, dass sie aussetzen in Dresden. Und wir werden dieses Event zusammen feiern und wir werden auch in Leipzig zeigen, dass wir mit dieser Politik momentan nicht einverstanden sind. Und dafür brauchen wir eure Hilfe. Und ich danke euch jetzt schon mal im Voraus dafür, dass ihr uns unterstützt. Und ich danke euch auch dafür, auch wenn es euch vielleicht etwas schwerfällt, dass ihr uns jetzt etwas Ruhe gönnt. Und mir bleibt jetzt eigentlich zum Schluss nichts weiter übrig, als euch eine schöne Weihnachtszeit zu wünschen. Vielleicht mal abzuschalten von diesem Irrsinn, der um uns herum passiert und der jetzt vor allem gerade in Syrien passiert und der die Situation extrem anheizt und extrem verschlimmert. Ich wünsche euch trotzdem ein schönes Weihnachtsfest, ein paar besinnliche Tage. Einen guten Rutsch ins neue Jahr, wenn wir uns in Dresden vielleicht nicht sehen sollten, wenn wir uns in Dresden nochmal sehen sollten. Dann zumindest eine schöne Zeit. Bis dahin, Freunde, bleibt tapfer. Wir stehen ab nächstes Jahr wieder zusammen auf der Straße und kämpfen für das, was wir uns seit einem Jahr in den Kopf gesetzt haben. Bis dahin, habt eine schöne Zeit. Bis bald.